Na, Männer, alles klar. Jawohl, Herr Karl! 21. September 43. Knappe Stunde vor Mitternacht. U-48 bewegt sich aktuell hier auf eine Horchpeilung zu und da vorne ist auch schon die Rauchfahne zu erkennen. Wird noch ein bisschen dauern, bis wir dort wirklich unmittelbar drankommen. Und wir gehen mal unter Deck in die Zentrale. Ich zeige euch mal am Kartentisch die allgemeine Situation, wie die sich gerade darstellt. Marschbefehl, aktuell Bergen. Dort wollen wir uns hinbewegen und unterwegs werden wir noch Proviant, Ergänzung sowie Brennstoff und Torpedoergänzung in Helgoland vornehmen. Und ein Blick auf die Karte zeigt uns, wir befinden uns, naja, zwischen AM4 und AM7. Laufen aktuell einen Westkurs. Wir hatten ja in der letzten Folge, wer das gesehen hat, hier unten einen Konvoi ziemlich aufgerieben. Hier in diesem ganzen Bereich sind noch die ganzen Markierungen zu verzeichnen. Das heißt, das Boot ist fast leer geschossen, was Torpedos angeht. Wir haben noch einen Aal übrig, das ist ein Zaunkönig. Der Alte hat entschieden, den belassen wir für Selbstverteidigungszwecke. Also einfach nur für den absoluten Notfall. Weil wir wissen ja, wir haben aus der Erfahrung gelernt, Zerstörer damit anzugreifen. Ja, das bringt in der Regel nicht allzu viel. Die halten einfach zu viel aus und so ein Treffer in der Schraube haben bislang, glaube ich, alle Zerstörer wirklich gut vertragen. Aber gegen Korvetten hilft das immer ganz gut. Und von daher werden wir uns den aufbewahren. Deckgeschützmunition haben wir noch ausreichend. Das heißt, wir könnten theoretisch noch einen Einzelfahrer angreifen, sofern er denn unbewaffnet ist. Wenn der bewaffnet ist, muss man vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, kann man sich im Zweifelsfall noch überlegen, den mit dem Geschütz anzugreifen. Aber auch da haben wir schon ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Also so ein C3 oder ein Liberty oder sowas in der Richtung mit ordentlich Bewaffnung und ausgebildeter Geschützbesatzung, da ist nicht viel zu holen. Wir gehen einmal mit der Fahrstufe hoch. Beide Maschinen AK voraus. Hier hatten wir noch eine ungenaue Horchpeilung, aber ungefähr in dem Bereich haben wir den halt ausgemacht. Dürfte sich jetzt inzwischen ungefähr hier vorne befinden. Ich bin eben aus diesem ganzen Bereich herausmarschiert, wo wir die letzten beiden Folgen verbracht haben. Relativ straighten Nordkurs hier gefahren, keine Kontakte mehr gehabt, keine Fliegerei mehr an der Backe gehabt und so weiter. Deswegen sind wir jetzt schon relativ weit gekommen. Und nochmal ganz kurz zur Übersicht. Wir werden das Ganze dann hier schön großräumig umschiffen. Einmal Helgoland, auch wenn das natürlich gar keinen Sinn macht, extra hier runterzufahren, wenn wir eh nach Bergen wollen. Aber wer weiß, wann wir da wieder hinkommen. Und ich will das einfach mal gesehen haben hier. Die neuen Bunkeranlagen, die sich dort befinden. Also, wir operieren erstmal auf diesen Einzelfahrer, den der gute Schneider hier herbeigehorcht hat, wie man so schön sagt. Aufgetaucht. Schauen erstmal, dass wir den in Sichtweite bekommen. Das müsste jetzt dann jeden Moment der Fall sein. Und dann werden wir einfach entscheiden, ob das was für uns ist. Wenn wir hier noch ein bisschen mehr Tonnage mitnehmen können. Oh, und ich sehe schon, das dürfte ein ziemlich dicker Brocken sein. Mit Sicherheit bewaffnet. Wir gehen noch ein bisschen näher dran. So, jetzt mal schön langsam nicht übertreiben. Es ist natürlich jetzt auch dunkel. Es ist ja, man muss sowieso immer dazu sagen, ich erwähne das ab und zu mal. Ich habe ja die hellen Nächte eingestellt, einfach weil sonst sieht man wirklich super wenig in den Videoaufnahmen. Aber man kann schon davon ausgehen, dass es tatsächlich einfach ein bisschen dunklerer ist als das, was ihr hier zu sehen bekommt. Deswegen wird der uns hier sicherlich noch nicht entdecken auf die Distanz. Aber der ist auf jeden Fall bewaffnet. Ich meine, man könnte schon riskieren, einfach auf die Distanz das Feuer eröffnen, bevor er zurückschießen kann. Aber ich würde das gerne wirklich noch identifizieren vorher. Wir können natürlich trotzdem versuchen, wir schnappen uns einmal den Suchen und fahren einfach mal das Zero aus, ob wir da vielleicht ein bisschen mehr mit den Optiken zu sehen bekommen. Müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Jawohl. Einmal ausfahren das Ding. Spricht ja nichts dagegen, aufgetaucht auch das Zero zu benutzen. Mache ich sowieso. Eigentlich nie. Eigentlich blöd. So, da haben wir ihn. Können wir den schon einrasten vielleicht? Geht das? Kann sein, dass es nicht funktioniert. Er ist halt offiziell auch noch nicht in Sichtweite. Müssen wir vielleicht noch ein ganz klein bisschen näher dran. Ich hätte nur gerne eine Identifikation der Bewaffnung. Weil die ja schon unterschiedlich ist manchmal. Also wenn der ja entsprechend wenig Bewaffnung an Bord hat, könnte man es riskieren. Es ist halt schon immer sehr verlockend, wenn man schon so nah dran ist. Sollte man schon zumindest versuchen, da irgendwie eine Chance zu bekommen. Schon super schwierig, den einzurasten hier. Na? Ich krieg den nicht eingefangen. Na?
funktioniert nicht. Das ist dann wahrscheinlich der Nachteil, wenn man das mit dem Seerohr über Wasser macht. Gehen wir aufs Uzo. So, das ist ja jetzt hier kein Problem. So, einmal eingerastet. Und wir machen mal die Datenerfassung. Dann werden ja normalerweise auch die Waffen angezeigt. Aber man kann das schon einigermaßen erkennen hier. Hinten, ne? Hinten und vorne. Jetzt ist die Frage, sollen wir es riskieren? Ja, ich glaube, da ist jetzt jeder dafür, oder? Also kann ich mir... Also, wie gesagt, mir ist das durchaus bewusst, dass das jetzt wirklich ein großes Risiko ist. Aber ich lasse jetzt trotzdem mal das Geschütz bemannen. Und zur Not müssen wir uns halt verziehen. Also sprich, ab in den Keller. Alarm tauchen. Und ablassen. Aber wir riskieren das jetzt einfach mal. Der Alte hat sich in all der Zeit noch nie vor einem Gefecht gescheut. Wir warten noch, bis der Rest auch da ist. So. Gut. Wird natürlich auch schwierig sein, den zu treffen auf die Distanz. Aber er hat noch nicht gefeuert. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal. Wir klopfen mal an. Schicken da mal ein bisschen was rüber. Schnelle Schussfolge. Etwas zu kurz. Super schwierig zu treffen, ne? Aber wir haben genügend Munition. Wir können da schon ein bisschen was reinhalten. Bisschen langsamer. Kurs etwas ändern. Wir zeigen ihm die schmale Seite. Drehen also auf ihn ein. Der hat gesessen. Der lag, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Man kann natürlich auch den Zaunkönig durchaus hier noch zum Einsatz bringen. Allerdings erwarte ich mir da nicht allzu viel. Das wird den bestenfalls ein bisschen durchschütteln. So. Jetzt mal einigermaßen auf ihn ausgerichtet. Noch kommt nichts zurückgeflogen, aber es kann natürlich jeden Moment losgehen. Funktelegramm, das wird wahrscheinlich von ihm gewesen sein. Sie aber... Doch, jetzt... Ich bin mir nicht sicher. Nee, das war kein Mündungsfeuer. Ich glaube, da ist jetzt einfach Feuer an Deck ausgebrochen. Auf den ersten Blick sah das wie Mündungsfeuer aus. Es sind auch nicht alle 100% bewaffnet. Und vielleicht, ne, die können wahrscheinlich auch nicht jeden Winkel abdecken. Wobei, aus dem Winkel müsste uns eigentlich schon unter Feuer nehmen können. Wir hatten aber auch schon Frachter, die waren mit relativ wenig Kanonen bestückt oder auch mit kleineren Kanonen, wahrscheinlich auch mit geringerer Reichweite. Manche haben vielleicht sogar auch nur Luftabwehr. Kurs ändern. 7 Grad Steuerbord. Backbord, Entschuldigung. Noch kommt nichts zurückgeflogen, ne? Da lagen jetzt schon ein paar ganz gute Treffer dabei. Müssen wir nicht sparsam sein. Wir müssten auch unter Decks noch ein bisschen Munition haben. Oder mit Schiffs. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Entschuldigung. So, Moment. Oder mit Schiffs. Fahrtstufe beibehalten. Sogar was. Feuer an Deck. Nicht schlecht. Ja, die liegen jetzt alle ganz gut. Das Blatt kann sich jetzt jeden Moment natürlich auch wenden. Bleiben wir auch vor allen Dingen auch deshalb auf der großen Fahrstufe, damit wir schneller unter Wasser kommen bei Bedarf.
greifen jetzt alle ein bisschen zu kurz. Feuer! Oh ja. Oh ja. Ich glaube, den knacken wir, Männer. Der kriegt schon Schlagseite. Und der ist schon deutlich mit der Fahrt runtergegangen. Ganz schöne Fackel entzündet hier. So, abgesoffen. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht, das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass hier nichts zurückkommt. Keine Gegenwehr. Okay. Wir haben natürlich trotzdem können jetzt auch jederzeit, ich glaube bei den Sichtverhältnissen, Fliegerei ist immer so eine Sache mitten in der Nacht, aber wir sind halt echt nicht weit von der Küste entfernt. Wo haben sie denn ihren nächstgelegenen Luftwaffenstützpunkt? Also theoretisch eigentlich... Theoretisch hier, aber also ich meine, die werden irgendwo anders, werden sie auch noch was haben, was vielleicht gar nicht auf der Karte verzeichnet ist. Gut, dann gehen wir da mal kurz hin. Können schnell die Rettungsboote versorgen. Ja, mich hätte jetzt noch brennend interessiert, ob er tatsächlich bewaffnet gewesen wäre. Aber naja, wahrscheinlich. Vielleicht nicht ausreichend, oder? Wir waren jetzt wirklich noch so weit weg. Ich weiß es nicht. Wir stoppen mal ganz kurz. Schauen wir, dass wir uns zumindest die Offiziere schnappen. Ich schaue immer mal einmal ins letzte und ins erste Boot. Meistens sind sie schon, also im obersten Boot hier, in Boot 6 in dem Fall. Ah, hier haben wir sie. Dudley und Jones. Sammeln wir alle ein. Nehmen die an Bord. Also ich denke, sowas kam selten vor, aber es kam durchaus vor. Also in einem der Bücher, was ich neulich erst gelesen habe... kam das tatsächlich mal vor, dass sie einen Kapitän eingesammelt haben. Und den auch wirklich... Der dann fast schon, man könnte sagen, Teil der Besatzung war. War auch lange an Bord. So, dann marschieren wir direkt weiter mit großer Fahrt voraus. Gefunkt haben wir. Und dann setzen wir hier mal Kurs. Schauen, dass wir das hier relativ zügig über die Bühne bekommen. Einmal hier außen rum, hier vielleicht mittendurch. So in etwa. Schauen wir mal. Irgendwas wird wahrscheinlich eh noch dazwischen kommen. Dann gehen wir direkt auf AK. Sprit sparen müssen wir nicht. Wir haben es nicht allzu weit. Von daher können wir hier direkt Gas geben. Mal kurz ein Safe Game absetzen. So, dann werden wir hier noch die Besatzung wieder unter Deck schicken. Wichtig wird jetzt sein, Öldorp kommt an das Radarwarngerät. So. Das ist wichtig, das ist wichtig. Wie gesagt, Sprit sparen müssen wir jetzt nicht. Deswegen, sonst könnte man dem Mann am Kartentisch natürlich noch Matrosen zuteilen. Aber das ist alles nicht so wichtig. Wir schauen jetzt, dass wir hier Strecke machen. Und das Ganze mit gelegentlichem Rundhorchen. Meine meiste Betrieb wird hier unten zu erwarten sein, wo wir gerade herkommen. Und das war auch wirklich enorm. Also ich glaube, so viele Konvois auf einen, also auf so engem Raum hatten wir möglicherweise auch noch nicht in der Form. Kleine Gruppe 1 bis 3. Was fährt da für einen Kurs? Ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Ausgehend. 3 bis 7. Mit Sicherheit Kriegsschiffe. Nee, die lassen wir alle in Ruhe. Ändern unseren Kurs erstmal. Die sieht man wahrscheinlich eh schon, oder? Irgendwo hier drüben. Ein paar Rauchfahnen. Wahrscheinlich eher noch weiter direkt voraus. Nichts zu sehen. Dort hinten, wo die andere Horchpeilung war, ebenfalls nicht. Also... Weiter aufgetaucht. Da haben wir Rauchfahnen. Dort drüben. Mit Sicherheit Kriegsschiffe. Also 3 bis 7 einfach. Das ist halt erfahrungsgemäß. Ich glaube, es waren in 100% der Fälle waren das Kriegsschiffe. Zu sehen ist hier nichts. Und ich denke, die sind auch weit genug weg. Die werden uns nicht bemerken. Da können wir einfach hinten dran vorbeiflutschen. Ja.
Jawohl. Schauen wir nochmal, ob wir irgendwas erkennen können. Naja, aber da brauchen wir gar nicht hinfahren. Brauchen wir gar nicht hinschippern, lohnt sich nicht. Gut, könnte man natürlich. Das könnten wir jetzt noch durchfunken. Auf die Gefahr hin, dass wir eingepeilt werden, aber ich denke, sollte kein Problem darstellen. So, dann weiß der BU zumindest mal Bescheid. Wir setzen unseren Marsch fort. Zu Befehl. Einzige Unterbrechung für mich persönlich jetzt Einzelfahrer. Weil wir da noch was holen könnten. Dann lassen wir auch hier nochmal rundhorchen. Alles im Schnelldurchlauf. Nichts. Jetzt kommen wir dann auch hier hinten schon in der Nähe der Marinebasis vorbei. So müde. Melde mich zum Dienst. So müde. Rundhorchen. 20 bis 44. Was für ein Riesending. Aber auch da brauchen wir natürlich nicht hinschippern. Aber das, wo der unterwegs ist, das ist ja, der muss ja dann irgendwie entweder in diese Richtung fahren oder in diese Richtung. Ich glaube, alles andere macht relativ wenig Sinn. Also kommt der wahrscheinlich auch irgendwo hier. Könnt ihr mir vorstellen, ist dann schon mit solchen Dingern auch zu rechnen. Also in unserem zukünftigen Operationsgebiet sozusagen. Es hatte mal jemand in die Kommentare geschrieben, aha, okay, interessant. Den schauen wir uns natürlich schon an. Dass da eher weniger Verkehr zu erwarten ist, aber ich glaube, so völlig tote Hose wird da auch nicht sein. So, wir hatten die Peilung ungefähr hier. Und Kurs war eben in diese Richtung hoch. Hm, dann bleiben wir gleich auf AK. Und ich vermute mal, wenn er jetzt hier quasi nicht links rumgefahren ist, müssten wir den eigentlich schon zu sehen bekommen. Und der wird ja wahrscheinlich hier... Ja, okay, Sichtweite ist ein bisschen schlecht. Aber wenn wir jetzt nochmal runtergehen, dann werden wir den bestimmt wieder einfangen. Da werden wir ihn herbeihorchen, wie man so schön sagt. Okay, machen wir direkt. Keine Zeit verlieren, runter. Okay. Ist schon ein Stückchen weitergekommen. Schmiegt sich hier so ein bisschen an die Küste an. Keine Ahnung, mit wem wir es da zu tun haben. Letzte Horchpeilung etwa hier. Boot taucht wieder auf. Und ich würde mal tippen, dass der sowieso dann irgendwann Richtung Osten abdreht. So, Schornsteinrauch. Kriegsschiff. Alles klar. Da gehen wir nicht dran. Den lassen wir schön ziehen. Kapitän? Alles klar. Das sparen wir uns natürlich. Aber wir funken das durch. Oh, Gottes Willen. die haben hier gerade ein schönes Fußbad genommen. Da könnte auch tatsächlich mal jemand von alleine drauf kommen, oder? Dass man vielleicht mal kurz die Lenzpumpe anschmeißt. Da muss man einmal schön leer pumpen hier, die ganze Geschichte. Außerdem normale Beleuchtung. Okay. Ach, wir hatten vorher noch, aber das war die Versenkung, ne? Ja, unter Beschuss. Wird da sogar unterschieden? Kann es sein, dass nicht normalerweise auch der Torpedoangriff explizit drinsteht in dem Submarine-Standard-Ding? Kann sein. Gut, spielt auch keine Rolle. So, wir haben das durchgefunkt. Setzen also wieder Kurs, jetzt hier gerader Kurs Richtung Helgoland runter. Und dann schauen wir uns da die ganze Geschichte mal an. Schauen wir kurz vorbei, werden einmal hier Proviant auffüllen. Gutes Stichwort übrigens, muss man auch mal ganz kurz reinschauen. Ich meine, wir haben sicherlich noch genügend dabei. Dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen... Ja. Dann haben wir hier nämlich ein bisschen Abwechslung drin in der Geschichte. Aber ein bisschen Käse noch. So, okay. Dann zurück in Kartenmodus. Wir spulen das jetzt einfach hier ab, ne? Bis wir dort unten angelangt sind. Und U48 erreicht Helgoland am Vormittag des 26. September. Soeben wurde von der Brücke gemeldet, dass wir
bereits kurz vor der Hafeneinfahrt stehen. Deswegen wecken wir den Alten jetzt mal kurz auf, der hier ein bisschen Freizeit genossen hat. Und begeben uns mal auf die Brücke, schauen uns das Ganze mal an. Helgoland kennen wir ja schon, waren wir schon mal. Ist jetzt allerdings auch schon wieder ganz schön lange her. Ewig nicht mehr in der Ecke gewesen. Wahnsinnig viel hat sich nicht verändert natürlich, aber die Bunkeranlagen müssten neu dazugekommen sein. Die müssen wir jetzt erstmal ausfindig machen. Also ich habe schon gesehen, ah, hier, da sind die Bunker. Drei Stück, also drei Boxen, okay. Mhm. Liegt auch ein bisschen was vor Anker. Frachter der Kriegsmarine wahrscheinlich, oder was haben wir hier genau? Flugabwehrkanonen aufgestellt, werden wir wahrscheinlich benötigen. Okay, dann sehen wir schon. Ich kann jetzt gar nicht mehr so genau sagen, was hier sonst noch dazu kam. Ob hier vielleicht noch die Kaimauern neu sind, möglicherweise. Gut, dann werden wir hier mal reinschippern. So, schauen wir mal. Also ich habe ja, das ist jetzt natürlich nicht unser Zielhafen. Aber ich habe ja praktisch dieses Privileg dort freigeschalten, was man für Dingsbums hier, für Ansehenspunkte bekommen kann, sodass man in jeden befreundeten Hafen einlaufen kann, um sich zu versorgen und solche Geschichten. Und jetzt werden wir mal rausfinden, ob das auch wirklich so funktioniert, wie das angedacht ist. Also eine Box ist auf jeden Fall geöffnet. Ich denke mal, wenn wir da reinschippern, funktioniert das hoffentlich. Ja, falls nicht, wäre jetzt kein Drama, aber es sollte eigentlich schon gehen. Wir haben uns auch in der Vergangenheit schon mal irgendwo anders versorgt. Das müsste schon klappen. So, schauen wir mal. Sieht man, hier hat man hier irgendwie so einen Andockpunkt oder so. Dann ziehe ich hier einfach mal einen Kurs rein. So, dann hätte ich gerne noch einen zusätzlichen hier auf der Brücke. Ich lasse jetzt die Brückenwache einfach aufgezogen. Dann schauen wir mal, ob wir hier was, ob wir hier eindocken können. Falls es nicht funktionieren sollte, kein Drama. Wir kommen trotzdem natürlich noch easy nach Bergen, aber nochmal hier ein bisschen Nachschub holen wäre schon nicht so schlecht. So, mal schön runter mit der Fahrtstufe. Wir stoppen jetzt mal und lassen uns mal hier so ein bisschen hineingleiten. Und ich möchte mir das hier mal vom Vorderdeck aus ansehen. Ja, ein bisschen Rangierverkehr machen hier. Keine weiteren Boote, wir sind gerade hier die einzigen. Schauen wir mal. Zweimal kleine. Wie so ein Gebirgssee, spiegelglatt. Und die Grenze ist hier genau der Beginn des Bunkers. Dahinter sind die Wellen. So, alle Maschinen stopp. Müsste eigentlich schon genügen, um hier reingleiten zu können. Müssen wir vielleicht sogar nochmal einen Rückwärtsgang anschmeißen. Ah! Okay, und ich glaube, jetzt sind wir angedockt, oder? Kann das sein? What's happening? Ja! Okay, cool. Hat uns gleich umgedreht um 180 Grad praktisch. Okay, sehr schön. Gut, dann können wir ja jetzt tatsächlich hier mal schnell ein bisschen auffüllen. Das ist ja wunderbar. Ah, die Überlebenden können wir auch gleich abgeben. Das ist auch sehr praktisch. Haben wir ansonsten wahrscheinlich dann aber nur... Okay, wir haben sogar den Rekrutierungsoffizier. Okay, genau, den brauchen wir ja, um die Überlebenden hier rauszuschmeißen. So. Und wir könnten aber sogar nochmal, falls wir jetzt irgendwie Besatzung verloren hätten, könnten wir hier auch sozusagen nachlegen. Gut. Aber ja, das Einzige, was uns interessiert, ist natürlich Nachschublager. Dann werden wir nochmal kurz in die Außensicht, Ansicht gehen, uns da ein bisschen umsehen. Und wir schauen doch mal, dass wir hier zumindest grob wieder auffüllen. Da können wir wieder voll machen. Käse gibt es keinen. Ja, tauschen wir den Käse gegen Wurst aus. Sehr schön. Dann Torpedos. Oh, die haben aber viel T5 haben sie hier auf Vorrat. Aber okay, das kommt erstmal, wird erstmal in die vorderen Rohre gestopft. Heckrohr kommt T5 rein. Hm, was haben wir sonst noch so zur Auswahl? Ja, nehmen wir die besten erstmal T3. T1 finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Munition füllen wir noch auf fürs Deckgeschütz. Ah, hier sind die Bolde wieder drin gelandet. Die schmeiße ich jetzt hier einfach raus. Auf Geld brauchen wir nicht mehr zu achten. Und vielleicht kann man ja tatsächlich... Oh, das ist tatsächlich aber hier auch ein bisschen überladen, ne? Na gut, dann lassen wir das so. Flak haben wir nicht verbraucht. Hauptlager gehen wir nochmal rein. Da haben wir auch nochmal ein paar Bolde übrig. Dann packen wir hier nochmal Deckgeschützmunition rein. Und gehen hier nochmal ganz kurz dran.
Schrewe und Suren, das sind ja immer die, die auf jeden Fall immer auch Bolt am Start haben sollten. Deswegen gehen wir hier mal rüber und geben dem die Bolde. 5 Stück an der Zahl. Der Alte darf nochmal die Lenzpumpe anschmeißen. Dann lasse ich kurz ein bisschen schneller laufen, bis der Schrewe die Bolde eingesammelt hat. Oder war es der Suchen? Der Suchen war es, ne? Okay, und dann glaube ich, können wir hier einmal die Zeit überspringen für die Torpedoverladung und so weiter. Dann müssen wir Kraftstoff noch auffüllen. Naja, dann brauchen wir das in Bergen nicht mehr machen. Wer weiß, vielleicht ist es hier sogar ein bisschen günstiger, keine Ahnung. Ich habe die Preise übrigens auch noch nie verglichen, also ich habe keine Ahnung, ob es da Unterschiede gibt. Es empfiehlt sich natürlich immer quasi mit dem Alten einzukaufen, weil der einfach die besseren Preise kriegt, als wenn man jetzt irgendwie eine Besatzung nimmt und mit dem einkaufen geht, wenn ihr wisst, was ich meine. So, dann nehmen wir hier aber auch nochmal, füllen die Bolde wieder auf. 5 Stück Kraftstoff, auftanken, Torpedos. Ein T5 hauen wir noch hier noch in die vordere Reserve mit rein. Und dann machen wir doch gleich voll, oder? Schön, alles T3. Wunderbar. Sehr gut. Das geht jetzt hier in 2 Tagen vonstatten und dann werden wir direkt wieder auslaufen. So, eine Sache noch schnell. Schrewe schnappen wir uns nochmal ganz kurz. Wir müssen auch echt das ganze Wasser hier aus dem Boot mal rausschöpfen. Der kriegt hier wieder die Täuschkörper an den Mann. Und dann werden wir hier, ich glaube, ich muss tatsächlich an der Stelle mal hier manuell in die Zentrale das Zeug befördern lassen. Ne? Nehmen wir ihn mal und den Johann. So, und dann können wir aber an der Stelle schon mal Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Hier einmal raus. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Hier rum, hier durch und dann werden wir hier rausschippern. Leinen los, beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Sehr schön. So. Kurzer Aufenthalt. Schauen wir mal. Also Bunkeranlagen, ich glaube, das ist exakt das gleiche Modell. Ne? Da werden sie jetzt nichts Neues gebastelt haben. Ich sehe jetzt hier keinen Unterschied. Macht ja auch Sinn, gleiche Bauweise. Ah ja, hier ist tatsächlich noch ein Boot eingedockt. Ohne Upgrades. Der hat immer noch die allererste Flak. Bordkanone haben sie allerdings schon abmontiert. Was ja tatsächlich auch im späten Kriegsverlauf dann einfach Usus war. Ne? Das müsste hier das Horchgerät sein. Ist das aber auch schon neueres? Kann das sein? Ich glaube. Also im späteren Kriegsverlauf haben sie ja die Bordgeschütze alle dann abmontiert. Konnten die Boote wahrscheinlich ein ganz klein bisschen schneller fahren. Und weil einfach Überwassergefechte schlicht nicht mehr möglich waren wegen der Flugabwehr. Ansonsten haben wir hier ein paar Torpedos rumliegen. Eisenbahnwagen, okay. Ist das in La Rochelle auch so? Weiß ich gar nicht. Gute Frage. Aber die sind wohl auch nur so zum Befördern gedacht, ne? Zum Hin- und Herfahren. Macht auch Sinn. Da ist nichts eingedockt. Achso, da kommen, fahren wir ja gerade raus. Hier auch nicht. Okay. Gut, dann nochmal kurz zur Übersicht. Ja, könnte vielleicht sogar ein ganz nettes Bildchen werden hier noch. Mhm. Und dann sind wir als nächstes mal gespannt auf Bergen. Ich glaube, ansonsten hat sich hier nichts verändert. Ne? Helgoland sieht immer noch genauso aus wie bei unserem letzten Besuch. Okay, gut. Ja. Dann 4. Oktober mittlerweile. Dann werden wir wieder ein bisschen auf die Tube drücken hier. Ne? Halbe Fahrt voraus. Sprit sparen müssen wir nicht. Wir sind ja eh gleich in Bergen. So. Was haben wir hier? 2x Frachter. Die SS Elbe und die SS Hager. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier auf der Karte. Und wir marschieren Richtung Bergen. Wo fahren wir denn am geschicktesten rein? Ja, als wir das letzte Mal hier waren, das war noch der Norwegen-Feldzug, ne? Beide Maschinen große Fahrt voraus.
Glaube ich zumindest. Müsste so gewesen sein, ne? Ich weiß auch nicht, ob sich da irgendwas getan hat, ob sie da irgendwie umgebaut haben, extra Bunkeranlagen angelegt oder so. Ich vermute mal nicht, weil das geht ja sowieso nur über die Forschung. Können wir auch gerade nochmal reinschauen bei Gelegenheit, aber ich meine, es gibt einfach nichts mehr zu tun, außer eben diese Luftaufklärungssachen. Das braucht man aber eigentlich auch nur für so Spezialmissionen, irgendwie Spionage und so ein Kram. Hier oben gibt es gar nichts. Und für die generelle Forschung, ne, das findet ja alles hier in dem Bereich statt, da gibt es einfach nichts mehr. Wir haben alles komplett durcherforscht. Ansonsten, Gesamtsituation. Offensive der Roten Armee läuft aktuell. Ja, und wir marschieren Richtung Bergen, wo wir uns dann auch gleich wiedersehen. 5. Oktober 1846. Wir sind in der Nordsee und befinden uns eigentlich, ich glaube sogar schon in einem dieser Fjorde oder gerade eben auf dem Eingang. Allerdings ein wirklich sehr, sehr breites Ding. Wir schippern hier direkt mal ein bisschen weiter. Ich vermute mal, Feindberührungen sind hier eher nicht zu erwarten. Wobei ich schon auch in dem einen oder anderen Buch gelesen habe, also zumindest als dann das hier so langsam über sich ja zu Ende ging, also dann Ende 44 oder sogar schon Anfang 45, das weiß ich gerade nicht auswendig, sind die hier schon so mit großer Vorsicht noch durchmarschiert, wenn sie dann überhaupt mal hier noch in Norwegen herumgeschippert sind. Also Bergen, ich glaube Haugesund müsste es noch irgendwo geben, aber das sieht man hier gar nicht verzeichnet. Also es gab hier noch mehr Stützpunkte. Aber die waren hier extrem vorsichtig unterwegs, die Boote, um hier wieder rauszukommen, weil durchaus mal hier in so kleinen Nebenfjorden und so ein Kram hier dann auch versteckt irgendwelche Schnellboote liegen konnten oder sowas, die mit Torpedos bestückt waren oder gar Wasserbomben. Also das kam dann, war dann durchaus auch schon Kriegsgebiet. Ich denke, in dem Fall wird es hier noch nicht so weit sein. Aber wenn sie das einigermaßen realitätsgetreu umsetzen oder ja, vielleicht noch umsetzen werden, dann könnte das irgendwann schon noch so weit kommen, dass wir hier dann wirklich gegen Ende des Krieges, bisschen haben wir noch, dass es hier auch ungemütlich werden könnte. Wir machen hier mal, schauen mal, was haben wir denn hier? Moment, jetzt habe ich es nicht gesehen. 125 Meter, echt, das ist hier noch so tief? Es wurde gerade schon Flachwasser angezeigt. Dann lassen wir jetzt trotzdem einmal noch mal kurz rundhorchen, einfach um zu schauen, ob hier irgendwie Betrieb herrscht. Aber wie gesagt, ich denke mal, da wird es nichts zu hören geben. Ne, nicht. Na gut, dann steuern wir jetzt Bergen an. Halbe Fahrt. Und wir schauen mal auf die Brücke. Ja, ist eine ganze Weile her, ne? Wir waren hier schon mal. Der Hafen ist noch gar nicht zu sehen, oder? Ploppt wahrscheinlich erst noch auf. Ja, schon auch ein ganz schöner Kontrast zu unserem bisher langjährigen Stützpunkt in La Rochelle. Schnee müsste hier eigentlich schon liegen, oder? Oktober hier in Norwegen? Weiß es aber nicht. Ja, doch eigentlich schon. Was haben wir denn da? Ja, auch noch irgendwie ein Gebäude so ein bisschen im Wald versteckt, verborgen. Aber abgedunkelt wird auch hier nicht, ne? Es wird einfach nirgendwo abgedunkelt. Man sieht nett aus, muss man schon sagen, aber... Oder haben wir da doch irgendwie sind da doch Bunkeranlagen? Das ist doch hier ein Bunker, oder? Wäre natürlich durchaus ein bisschen gemütlicher für uns, sage ich mal. Schauen wir mal. Wir nähern uns der Sache mal an. Bringen erstmal den ganzen Hafen hier in Sichtweite. Mal schauen, was hier so geboten ist. Doch, da ist doch ein U-Bootsbunker, das sehe ich doch genau. Okay, das wusste ich nicht. Oder kann ich mich da nur nicht mehr dran erinnern, dass ich den auch im Zuge der Forschung irgendwann habe errichten lassen? Ich meine aber nicht. Vielleicht kommt er einfach von alleine dazu, das kann ja auch sein. Da vorne. Da ist jetzt leider die Sicht verdeckt. Aber da... Ja, da wo der grüne Punkt eben ist, ne? Eindeutig Bunkeranlage, U-Boot-Bunker. Na gut, also dann sozusagen Home Sweet Home für die nächste Zeit auf jeden Fall. Bin mal gespannt, was wir hier für Missionen bekommen. Aber wir werden auf jeden Fall in bitter, bitter kalten Regionen operieren.
Und das auch noch jetzt tatsächlich im Winter. Weil das wahrscheinlich jetzt gar nicht so den Riesenunterschied macht. Wenn man dort im Meer rumschippert, da wird es immer saukalt sein. Aber jetzt ist es wahrscheinlich nochmal besonders ungemütlich. Ja, schön. Aber irgendwie schon ist es eine nette Ecke. Sieht auch nett aus mit dem Abendrot. Spät haben wir es, 20.15 Uhr. Mal die Nachrichten an. Kriegt man nicht mehr viel Gutes zu hören hier Ende 43. Na gut. Immer eine Frage der Perspektive, ne? Ja, dann schippern wir jetzt hier einmal vor den Bunker. Werden dann schauen, dass wir in die Box reinfahren. Werden dann nochmal einen kurzen Blick hier auf die ganzen Hafenanlagen werfen. Ja, dann haben wir tatsächlich ein bisschen mehr Sightseeing gemacht als alles andere. Na gut, immerhin ein Schiff versenkt, ne? Und insgesamt bringen wir ja hier dem Kommandanten von Bergen auch ein paar Geschenke mit. In Form von Wimpeln. In Form von versenkten Schiffen. So, jetzt schauen wir mal. Suchen. Da ist der Bunker hell erleuchtet. Alles klar. Sind da zwei Boxen offen, kann das sein? Tatsächlich. Aber das hier ist dann wohl unsere hier. Direkt voraus beim grünen Punkt. Ja, wie im tiefsten Frieden. Ich meine, die müssten doch auch schon ein bisschen was auf den Deckel bekommen hier haben von der Royal Air Force. Beide Maschinen, kleine Fahrt voraus. Mal einen Kurs anlegen. Hier müssen wir rein. Ja, parken wir erstmal unsere Kiste ein hier. Ist das egal, wo wir hier reinfahren? Ich schätze mal schon, dass wir hier rein müssen, ne? Das ist eigentlich eine sehr gute Rangieransicht. Nochmal zurücksetzen. Ja. Und ja, Vorwärtsgang. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Nicht, dass wir das Ding jetzt hier noch zu Schrott fahren auf die letzten Meter. Ja, ich glaube, so kommen wir ganz gut reingeschlüpft. Mit ein bisschen Hilfe der Keilmauer hier voraussichtlich. Nochmal Rückwärtsgang. Kleinere Lackschäden. Ja, gehört jetzt eh mal überholt, die Karre jetzt. Waren wir doch ganz schön lange schon unterwegs, ne? So, und kleine Fahrt voraus. Ach, man kann hier sogar reinsehen. Okay. Aber einen Kurs kann ich hier nicht setzen. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich einfach nur geradeaus hier reinfahren. Sollte das schon passen. Okay. Möchte ich mir auch noch schnell von oben ansehen. Zack, zack, zack. Ab auf die Brücke. So, Männer. Wir sind da. Könnt euch dann gleich mal ein bisschen die Beine vertreten. Die Seemannsbeine. Dann müssen wir noch das Boot ausladen. Und dann könnt ihr euch hier ein bisschen vergnügen gehen. Ein bisschen Nachtleben oder das, was davon noch übrig ist. Ein paar Tage ausspannen. Urlaubsturn wird auf jeden Fall angefragt. Ich hoffe, das geht dann auch durch. So, das wird ein bisschen eng. Okay, aber das ist jetzt auch egal. Oha! Na gut. Könnte noch ein bisschen länger dauern. Kurz zurücksetzen. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht festgefahren. Das wäre jetzt ein bisschen ungünstig. Oh, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut. Doch, wir kommen wieder frei. Gut. Schneller, schneller! Beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Einmal nach Steuerbord einschlagen. Aber man muss da schon reinschippern, ne? Also es hilft nichts. Man muss, glaube ich, wirklich in die Box reinkommen, damit man die Mission am Ende dann auch wirklich beenden kann. So, das ist viel zu schnell. Alle Maschinen stopp. Ah, kommen wir dann rum? Ich glaube, wir fahren direkt nochmal hoch, oder?
Ah, ne, geht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ah, das müsste jetzt aber funktionieren hier, oder? Ja, die Werftgrandis werden sich bedanken. So, eingedockt. Wie aus dem Lehrbuch, ha? Perfekt eingeparkt. So, sehr schön. Dann schauen wir mal, was der Hafenoffizier zu sagen hat. Ja, schnappen wir uns gleich den Suchen, wo er eh schon da steht. Haben sie hier schon eine Dings rübergelegt? Kommen wir da überhaupt hin? Bauch einziehen. Ah, geht. So. Hafenheini ist wo? Ist er hier, oder? Herr... Ach, man braucht den Kommandanten. Okay, gut, dann nehmen wir den Kommandanten. Herr leitender Offizier Klaus Schmid. Die heißen auch immer gleich. Kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher. Der heißt aber auch immer irgendwie Hansfeld? Ich glaube schon, oder? Das sind immer die gleichen Namen. Gut, ist auch wurscht. So. Ah, Auszeichnungen kriegen wir auch. Also wahrscheinlich nicht, aber zumindest so ein bisschen Fortschritt hier noch für Besatzung und Kommandanten. Und der Alte macht weiter Fortschritt, aber ist immer noch eine ganze Strecke von seinem ultimativen Ziel entfernt. Okay, schauen wir mal. Mission der Kampagne abgeschlossen, Anschluss an Schlacht in der Arktis. Ach, viel zählt das quasi schon. Als erste Mission hier. Jetzt beginnt die eigentliche Herausforderung. Ihr Beitrag zu den deutschen Streitkräften wird entscheidend sein, um den Sieg in diesem wichtigen Feldzug zu sichern. Kämpfen Sie für den Sieg und verteidigen Sie das Vaterland mit all Ihrer Kraft. Der Erfolg der Kriegsanstrengungen hängt von den mutigen Aktionen von U-Boot-Kommandanten wie Ihnen ab. Geben Sie Ihr Bestes und machen Sie den Unterschied in dieser entscheidenden Schlacht. Wir haben eigentlich bislang nie was anderes gemacht, ne? So, die Versenkungen. Donald Stewart mit 5616. Watkins Nisbet 7205, Empire Defender 4301, Empire Life 4421, Empire Gem 7779, Empire Buttress 4475 und zu guter Letzt hier noch die Cassette, die sich erstaunlicherweise nicht gewehrt hat. Na schön, dann war's das. Was wir jetzt noch ganz kurz schauen, wir schauen uns mal kurz hier die Auswahl der Befehle an, aber das wird wahrscheinlich nicht so viel sein. Tatsächlich nur die arktischen Geleitzüge, oder? Oder hätten wir hier auch die Möglichkeit, hier rüber zu gehen? Ah, okay, jetzt sehen wir es ja. Okay, also normale Patrouillen. Gut, das ist jetzt natürlich hier auch rechts, direkt vor der Haustüre sozusagen. Ansonsten, ja klar, arktische Geleitzüge, da werden wir jetzt dann operieren. Eins von diesen beiden werden wir dann auswählen. Nachdem wir uns hier neu mit Proviant versorgt haben. Und da bin ich mal gespannt, ob es auch mal noch weiter dorthin geht. Da müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz auf die Karte schauen. Also wir sind hier stationiert. Und hier hinten, das wäre natürlich schon auch mal sehr interessant, hier noch zu operieren. Ich habe halt keine Ahnung, ob sie hier noch irgendwas wirklich schon ausmodelliert haben oder sowas. Weil hier hätten wir ja auch Murmansk, das wäre halt super interessant. Stationierung der russischen Nordflotte. Und das hier wäre natürlich auch super interessant hier. Hier reinschippern. Und ansonsten einfach mal noch weiter in diese Gegend hier fahren. Ja, wobei, also hier hinten gibt es wahrscheinlich nichts zu holen. Aber die Geleitzüge werden ja hier irgendwie durchmarschieren und dann entweder hier oder dahin fahren. Also grob dann mal hier drüben zu operieren, wäre schon auch ganz interessant. Ja, wirklich, mitten in der Arktis dann schon. Na gut, wir werden sehen. Wir werden uns hier der Schlacht an den arktischen Geleitzügen anschließen und dann soll es das für den Moment auch gewesen sein. Wir sind in Bergen angekommen. Dort werden wir jetzt wahrscheinlich eine ganze Weile zugegen sein, beziehungsweise hier in der Gegend dann eben operieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Kanal. Bleibt gesund, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Wegtreten, Männer.